Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier im Büro unserer alten Arbeit. Aber es ist mittlerweile Nacht geworden. Ja, 10 Uhr. Das heißt, es wird spannend. Wir dürfen Richtung Heimat schleichen. Hoffentlich sieht uns keiner von diesen verrückten Monitoren. Da oben fliegt schon irgendetwas. Das könnte uns auch verraten. Nachts ist Ausgangssperre. Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Kann der uns sehen? Läuft der? Der läuft bestimmt ausgerechnet in unsere Richtung. Irgendeiner? Ah, da oben kommt auch ein Zeppelin. Voll cool mit den leuchtenden Briefkästen, Mülleimern. Wow. Aber eine gute Idee mit den Zeppelins. Das nenne ich mal Cyberpunk. Schon nach Hause. Ich habe meine Uhr vergessen. Oh, vielleicht verstecken wir uns über Nacht hier in einer Mülltonne. Na, wir werden die Nacht schon rumkriegen, hä? Schön spannend. Das kommt direkt auf uns zu. Hier geht's auch wieder nur über die Straße oben. Irgendeiner ist aufmerksam geworden auf uns. Ärzte laufen nachts ja auch nicht rum. Nee, hier geht's nicht über die Straße. Ah, der sucht uns noch. Der steht immer noch da hinten. Na egal. Oh mein Gott. Die haben aber Ausgaben für Bobbys, hä? Na, die kriegen vielleicht nur 1 Euro. Die machen das alles kostenfrei. Die dürfen dann mal eine Uniform tragen und einen schicken Hut. Just rest in my feet. Jetzt ist es passiert. Und ich wollte noch sagen, nur nicht auffallen. Mann. Wer hat das kommen sehen? Ich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass sonst so etwas passiert. Wo wir doch immer so vorsichtig sind. Nein. Nein, 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 nein. Glück sind die nicht so schnell wie wir.
Schaffen die es hier rauf? Ich glaube nein. Also einer hat uns schon vergessen. Nehmt eure Pillen. Seid nicht so aufgeregt. Zwei haben uns vergessen. Sehr schön. Tja. Na, habt ihr euren Dollar verdient? Na, die arbeiten wirklich für kostenlos, so viele wie das sind. Ob wir uns hier oben entlang hangeln können? Nein, können wir nicht. Warum ist hier so ein Detektor vor uns? Ungeduldige Person ist dort. Nachwuchsreporter Gemma Olsen. Ja. Ja, dann müssen wir da durch und dann rechts. Das ist das Einfachste jetzt hier. Hey, die haben einen anderen gefunden. Wir sind nicht der Einzige, der hier rumläuft. Oh, hoppla. Ja, und dann? Dann gleich wieder die nächste links. Da hinten ist einer. Genau. Schnappt ihn euch. Ich war's nicht. Isn't that Colonel Lawrence's house? He was the hero of Ramsgate, wasn't he? Die werden uns nie finden. Wir riechen sogar schon nach Müll. Sofort wieder fröhlich am Löten. Oh, wir können ja ein paar davon herstellen. Und jetzt noch mal auf die Karte geguckt. Boah. Ich dachte, wir sind jetzt direkt an diesem Haus, zu dem wir wollen. Hier ist ein anderes Haus noch hinter uns. Öffentliche Bauvorhaben. Giftmüll auch noch. Okay, wir müssen also hier raus, rechts rum und dann links die nächste. Vor der Brücke müssen wir auf jeden Fall rechts. Was ist denn das für eine Brücke hier? Ach, das Labor ist da. Ach, guck an. Also rechts, links, rechts, rechts. Wir kommen hier hinter nicht. Hinter. Ich komme da nicht hinter. Jetzt geh doch mal. Vorsicht. What are you doing at? Rechts, rechts. Links, rechts. Ist das unser Haus? Come on out of there. No safety, my God.
We've got a downer here, haven't we? Must come from Gemma's house. That's a bit awkward. Just entering. Put that down! I guess someone noticed she's not been around and decided to rob the place. Oh, nein. I'll fix you. Ouch. Idea. You're coming with me. That's the last time you do that around here. Da sind wir schon mal wenigstens ganz in der Nähe, im Müll. Schaltet den Alarm aus. Ach, das ist das Haus. Der Hausalarm ist angegangen. Nein, 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 nein. Ich war das nicht. Oh, doesn't kill you? Oh, schon wieder hier. I swear by all that is holy, if I find one toy train in your swag bag, I'm gonna knock your last tooth down your throat. Gordo, turn that fucking thing off. And come back down here right now! If the alarm's upstairs, I'm gonna have to get past Mr. Shelter here. Ow! What on earth? Who the fuck are you? I live here. Love what you've done with the place. Ha ha ha! Hoffentlich ist das richtige Schloss und nicht nur der Wandschrank. Fallensteuer. Kurzschließer brauchen wir. Können wir sowas bauen? Oh, zum Glück können wir sowas bauen, ja. Oh, here she'll recover in a few days. Was heißt stehlen? Ich denke, das ist unser Haus. Na, das hat er doch nur so gesagt. Oh, Bobbynadeln. No, I will not keep my voice down. I am a law-abiding citizen. Können wir uns nicht unterm Bett verstecken? Oh, wie schön. Mich schon immer hinter dem Duschvorhang verstecken. Das ist ja auch schön. I am not upset. I'm happy as a clam. You have no right to touch me. I'm a reporter. You have no right to touch me. You know perfectly well I've taken my joy. You can't take me away. I'm not sick or unhappy. Help! Oh nein. Please. Help! Someone stop them. Where are they taking her? Why did they take her? She sounds quite sane. Did she know too much? About what? Should we just take everything? I don't think Dr. V would like that.
the constabulary might notice. I don't see anything talking about Dr. V here. Where's her study? I thought vampires had to be invited in. Downer! That ought to buy me some time. Open up in there! Ich wäre viel vorsichtiger vorgegangen. Warum? Who are you? Aha, eine wichtige Notiz hier. Angraben, ausgraben. Grabe hier eine Kiste mit Beute mit einer Schaufel aus. Hoffentlich, die werden hier nie reinkommen, oder? Die kriegen sowas nicht auf. Die wissen gar nicht, wie das geht. Wahrscheinlich. Aha, unser Fluchtweg. Blockiert. Oh, Teddy. If I read it top to bottom, then right to left. Velox looking for a permanent solution. Well, that's not ominous at all. Solution to what? Na, irgendwas stand doch gerade mit Halten hier. Come out! We're friends of Gemma! Will you look at that? You've been a busy girl, haven't you, Gemma? She needs our help. I think I've found everything. Doesn't look like she found all the answers yet. Ach so, ja, geschickt gemacht. Geht erst auf, wenn man das gefunden hat, was man finden soll. Ja, praktisch, aber wir haben noch was anderes gefunden, nämlich zwei hingekritzelte Notizen über Miss Snook. Jemand habe eine dauerhafte Lösung für das Freudeproblem, sagt Mrs. Snook. Miss Snook. Aber sie sagt nicht, wer. Es gibt ein Freudeproblem? Dauerhafte Lösung. Klingt ja so überhaupt nicht ominös. Und noch eine hingekritzelte Notiz über Lex. Mutilen-Kontrolleinheit Nummer 3, Gaslex. Teile? Keine Instandhaltung? Menschliches Versagen? Wie viele Dietriche haben wir denn? 27 Bobby-Nadeln? Ja, komm, dann können wir doch mal ein paar. So. Jetzt können wir doch hier wenigstens mal gucken, was hier drin ist. Vielleicht ist ja irgendwas total Wertvolles, Einmaliges da drin. Mechanische Teile 3. Bobby-Nadeln 2, juhu! Naja, das hat 2 gekostet, um da reinzukommen. Also so eine Freude ist das nun doch wieder nicht, ha? Oh, juhu. Wir sind im Garten. Bei der rostigen Schaufel. Warum ist hier eine Werkbank? Ah, Moment mal, weil wegen... Ah, ein Rezept. Entwurf. Verbesserter Stein. Jetzt können wir einen spitzen Stein bauen. Na endlich. Das ist Evolution. Verbesserter Stein. Ich habe diesen Stein mit Liebe geschärft, damit er weiter fliegen und härter treffen kann. Er fügt beim Einschlag geringen Schaden zu und lenkt ab. Wir brauchen 2 Steine dafür, natürlich. Einen zum Anspitzen.
Wisst ihr, das Gute daran ist, ich hoffe, dass diese verbesserten Steine etwas leichter sind. Dann ist das Gute nämlich daran, dass wir jetzt auch immer eine Möglichkeit haben, unser Inventar wieder etwas leerer zu bekommen, vom Gewicht her zumindest. Tja, damit haben wir alles gefunden, was wir wollten in dieser Folge, den verbesserten Stein. Verbesserter Stein. Gewicht 0,2. Und der normale Stein, wo finden wir den? Mal sehen, mal sehen. Ist das? Nee, das ist der verbesserte Stein. Der normale Stein sieht aus wie ein Steinstein. Haben wir gar nicht. Ach so, wir haben direkt jetzt aus der Luftdruckkammer haben wir jetzt gebaut. Naja, schön. I guess I'd better go see what's going on this Motiline Regulation Unit. Maybe the answer's there. Look what a cat red. Take a night! I love a game of hide and seek. Wanted to be found, didn't you? Someone. Oh. Good. Step into my office. Ich kann ihn nicht packen von hinten. Warum denn nicht? Ah, there you are. Versteck dich. That's it. You run. Und damit sind wir nämlich am Ende der Folge schon. Na komm, jetzt müssen wir wenigstens raus. Ja, okay. Raus wollen wir noch eben, dann sind wir aber am Ende der Folge. Was heißt eben? Nee, raus nicht. Das ist gerade so spannend. Da kann ich doch jetzt nicht mitten im spannendsten Moment aufhören. Cliffhanger, wisst ihr? Sowas geht doch nicht. Total fies, oder nicht? Die Ärzte, die haben ein besseres Gedächtnis, ha? Ist schon nach unten abgehauen, der andere ist aber immer noch hier. Also wenn sie alarmiert sind, kann man sie nicht von hinten packen? Oder wie war das gerade auf der Treppe? Da hatten wir doch alle Möglichkeit, den zu schnappen. Naja, und Ärzte sind immer alarmiert. Die kommen hier gar nicht mehr runter. Da können wir, glaube ich, ewig warten. Ja, entweder wir sprinten jetzt an ihnen vorbei erstmal. Ich glaube, in das Haus können wir auch nachher jederzeit wieder. Warum bin ich nochmal rein? Hier gab es noch so viel zu durchsuchen und ich wollte die Ärzte K.O. Würgen, sagen wir nicht. Eine Süßkartoffel? Seltene Zutat für Phytosteroide. Eine wichtige chemische Fertigungszutat. Notfalls kann man sie auch essen. Erhöht für gewisse Zeit die maximale Ausdauer. Chemische Fertigungszutat. Oh, schön. Nur ein wenig glibberig hier. Haben wir nichts Besseres? Ah, Dörrfleisch haben wir noch. Das ist doch gut. Verstecken in der Zimmerpflanze. Das ist ja cool. Ja, warum auch nicht?
Bobby-Nadel. Eine nur. Zwei hier. Na kommt schon. Lasst euch würgen von hinten. Sie sind aber angriffsbereit, auf jeden Fall. Aus Hahn füllen unsere Behälter? Nein, 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 nein. Oh. Gemerkt, das muss er gemerkt haben. Ja, die sind unten, glaube ich. Waffe wechseln mal. Ich kann den nicht packen, wieso? Das war ein guter Ort hier. Sorry. Ein guter Ort, um die K.O. zu schlagen, die Treppe. Irgendwie waren die kaputt, glaube ich. Aber Hauptsache, ihr macht euren Kram schnell noch kaputt. Anstatt ihr mir das gönnt, alles. Oder was war das? Ah, endlich. Ich wollte mich schon immer mal im Kleiderschrank verstecken. Was? Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, oben das Teil bestimmt. Notizbuch des Reporters haben wir. Platte abspielen möchte ich nicht. Wir haben sogar welche jetzt mittlerweile. Es gibt so viele Sachen hier und so viele schöne Sachen. Hahaha, da kommt Freude auf. Endlich. Endlich bekommen wir auch mal ein paar von diesen Bobby-Nadeln hier. Darum bin ich nochmal hierher gekommen. Ich wollte doch überall nochmal nachsehen. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Das kann man alles noch verkaufen. Ja, das gehört alles der Reporterin. Ja, die ist doch nicht mehr da. Die braucht das alles nicht mehr.
Boah, das ist aber hier ein voller Erfolg. Endlich haben wir wieder Bobby-Nadeln hier. Ja, so muss das sein, dass die überall rumliegen, die Dinger. Die braucht man ja ständig. Wir sind zu schwer. Was können wir denn jetzt abwerfen? Sortiere nach Gewicht. Die Pfanne ist so schwer. Na, das ist eine gusseiserne Pfanne. Das muss ja richtig scheppern, wenn man sie nutzt. Ah, die ist aber auch richtig was wert. Ja, die schweren Sachen sind richtig was wert. Mehl. Ja, da werfen wir lieber ein paar Mehlsäcke ab, oder? Eine Fertigungszutat ist es. Ja, Moment. Können wir da nicht besser irgendwas anfertigen? Wofür brauchen wir denn Mehl? Fertigen. Brechtee. Der ist doch bestimmt... Ah, Moment, Moment. Das läuft hier anders. Wir gehen ja jetzt an unser Inventar, an diese Druckluftkammer. Das heißt, wenn wir jetzt was zubereiten hieraus, dann haben wir ja gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, dann holen wir uns ja noch mehr Sachen rein. Aus der Druckluftkammer. Ja, so sieht's aus. Ja, von daher ist es wieder nicht so gut, dass man von überall auf seine Druckluftkammer zugreifen kann. Irgendwie. Drei Steine. Ja, das sind bestimmt die drei Steine, die in der Druckluftkammer sind. Oh. Na gut, das gucken wir uns noch an. Mysterien der Freudefabrik. Erstens Sonnenschein. Das sind die Notizen eines Reporters hier. Erstens Sonnenschein. Es behauptet, Verloc hätte Sonnenschein für sich selbst erfunden. Warum? Wie kann er einen kühlen Kopf bewahren, ohne von der Vergangenheit eingeholt zu werden? Wer auch nur eine Spur von menschlichen Gefühlen hat... Sonnenschein, es ist angeblich kein Verhütungsmittel wie Freude. Was passiert, wenn jemand ein Baby kriegt? Oh Gott, wie schrecklich. Habe ich da was verpasst? Freude ist zudem auch noch ein Verhütungsmittel, damit die Leute keine Kinder mehr kriegen. Ach so, die haben ihre Kinder weggegeben. Ich dachte, die Freude macht die Vergangenheit einfach. Dass die nicht mehr an die Vergangenheit denken müssen, als sie ihre Kinder weggegeben haben. Zweitens, Seuche. Giftmüll, der im Wasser entsorgt wird, übertragen von Nebel? Ausbrüche korrelieren mit der Windrichtung von der Freudefabrik? Drittens, dauerhafte Lösung. Verlocs Plan ist so geheim, dass selbst es ihn nicht kennt. Unumkehrbar? Massenlobotomie? Finde einen Weg ins Harvard-Labor undercover. Soll ich mich als Patient für Verlocs neue Studien ausgeben? Einladung in den Reformclub. Warst du unartig? Brauchst du ein wenig Zurechtweisung? Bitte besuche uns im Reformclub. Du wirst schockierend viel Spaß haben. Einladung ermöglicht Eintritt für eine Person. Gilt nicht für Direktornächte. Chiffrenbruch, Chiffrenbuch, schief. Es ist zu gefährlich geworden, Dinge schriftlich niederzulegen. Ich werde fortan all meine Korrespondenz mit dir verschlüsseln, Gemma. Ach so. Ja, aber trotzdem sind wir immer noch überladen.
Überladen. Das ist kein Grund, sich so zu freuen. Haben wir Freude drin? Vielleicht liegt das daran. Was ist mit dem Brecheisen? Wir haben so viele Brecheisen. 3 sind sie wert. Und Metall hatten wir doch auch irgendwo so viel eingesammelt. Ah. 1 ist es wert. Oh. Okay, und aus Brech und ein Brecheisen herstellen, dafür brauchen wir 3. Ja, ergibt Sinn. Ah, Moment mal. Ergibt das wirklich Sinn? Also 3 Pfund wiegen die einzeln und als Brecheisen wiegen sie 5. 0,5, also sind die Brecheisen zwar genauso viel wert wie die einzelnen Dinger hier, 0,2. Aber die Brecheisen sind leichter. Ein bisschen als diese Metallteile. Die, da sind 3, wiegen 0,6 und ein Brecheisen nur 0,5. Ja, nichtsdestotrotz, wir schmeißen jetzt hier vorne ein paar weg. Den ganzen Stapel eigentlich. Was wiegt das hier? Lederfetzen. Splitter. Irgendwo hatten wir auch Splitter. Egal, wir werfen die erstmal weg. Können wir ja nachher wiederholen. Wir wissen ja jetzt, wo sie liegen. Und die Splitter finden wir auch. Und ich habe keine Ahnung, was wir daraus machen aus Leder. Fertigungszutat. Na toll. Das hat ja schon mal richtig was gebracht. Sollen wir die Feder nicht auch noch wegwerfen? Die ist bestimmt viel zu schwer. Oh, endlich! Nähzeug haben wir gefunden. Was war mit den Splittern? Das waren diese Lederdinger. Doch, hier sind Splitter. Großer Splitter. Ein spitzes Stück Holz. Man kann einen Pfeil daraus machen. Fertigungszutat. Ja. Das ist aber nicht sehr schlau. Jetzt haben wir alle Brecheisen und alle Metalldinger weggeworfen. Wenn wir jetzt sowas brauchen in der Art, dann haben wir nichts mehr. Tja, hierher zurückgehen und das einsammeln. Wir können doch was trinken. Ach so, wir haben nur Joy-Wasser dabei. Ansonsten könnten wir was trinken. Ja. Vielleicht schmeißen wir das weg. Das ist ein Topf, der ist gammelig und der riecht auch nicht gut. Vielleicht weg damit. So, jetzt können wir uns wieder bewegen. Ein Dachziegel ist das? Eine Bobby-Pfeife? Don't make me come and find ya. I could bloody well hear ya, you know. Come on out of there. What's going on? Down! Tut mir leid, du wolltest es ja so. Jetzt muss ich leider handgreiflich werden. Ah, du auch. Du siehst, du kennst du das ja. Komm mit zur Treppe. Kommst du nicht? Willst du nicht zur Treppe? Magst du die Treppe nicht? Hast du Angst vor Treppen? Ich kenn das. Be off with you. Can't we work something out? No? Der lebt noch. Der ruht sich nur aus. Sag ich. Ja, dann geht's mal weiter. Was piept? Bin ich das? Ist die Folge vorbei?
Das war ein Wecker, oder? Das ist auf der anderen Seite der Mauer vielleicht irgendwas. I need plenty of nutritious food. And I'll be the first to recommend our local delicacy, V-meat. Oh, die Leute sind schon draußen. Das heißt, wir können uns frei bewegen, hoffentlich. Guten Morgen. Lovely day for it. I hope the baker comes back from holiday soon. Genau, das hoffe ich auch. Frische Brötchen. Na, wie geht's? Lovely day for it. I can't wait to see how they fixed up Lutholm. Ja, wunderschön. Jetzt aber. Did you think I wouldn't know you were here? Kann uns doch gar nicht mehr sehen jetzt. Ich verstehe das noch nicht. Also ich vermute mal, dass wenn die alarmiert sind, dann können wir sie nicht von hinten ausnocken. Was ein bisschen schade ist, aber okay. Jetzt könnten wir ihn ausnocken, wahrscheinlich. Au! Verrückter Arzt! Nimm eine Pille! Und die drehen richtig durch hier. Nein, 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 nein! Das ist nur Ketchup! Es gibt kein Versteck hier. Put that down. Jesus. Oh, ja, allerdings. Did it. Alle machen mit der Arzt auf. Ist er wohl bekloppt? Denk an deine Schweigepflicht. Oh, was hat die damit zu tun? Na, du hast auch die Pflicht, Menschen zu helfen und nicht sie zu verprügeln. Look at him. He's covered in blood. I'm getting old. Ihr freut euch sogar. Seid ja krank. I'll fix you. Oh, fix you. Versteck dich im Gras. Oh, das ist nicht hoch genug. We'll have none of that around here. Boah, da machen aber auch alle mit Aua. That's the one who done it. Say goodnight. I'll see ya. What's going on? Oh man, Leute. Did you hear that? Wo ist unser Versteck? Also, ich meine die Wiese oder irgendwas. Eingekreische hier. Mann, kriegt euch mal wieder ein. Bleibt friedlich. Central sent me to help out. Oh, and I suppose you learned all about municipal infrastructure back at Central. I like to think I can figure a few things out. Oh, you can figure things out. Who needs 20 years of experience when the new lads can just suss it out with their eyes? Hey, let's all learn from the new lad! Well, this seems fairly obvious. Can't you just turn that? Ach so, ich wollte gerade sagen, naja, interessant, okay. Lovely weather. You're looking nice and trim. Lovely day for it. Watch out for scurvy. Na, da setzen wir aber lieber unsere Gasmaske mal auf. Oh, wir haben gar keine Gasmaske dabei. Jawohl, haben wir hier. Uncle Jack haben wir vergessen, dass wir... Don't! Never heard it do that before. Oh dear. Am Ende der Folge sind... There's a tool I need. I'll just go get it. What did he do to it? Has nicht anybody got a pipe wrench? Nicht jetzt.
Sie haben noch Zeit. Ow. I should really have paid more attention when Dad was banging on the plumbing. I hope they're not dead. Nein, die schlafen nur. Bewusstlos steht dran. Denen geht's gut. Guck mal, sie lachen sogar. Schlafen ganz friedlich. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Perfekt, oder? Wer atmet denn hier so schwer? Ach, wir sind das mit der Gasmaske. Wow, hier brennt's ja. Ja, das ist aber perfekt. Ah, das wird spannend. Das machen wir doch eben, ja. Na, das können wir irgendwann immer noch öffnen. Drop some stuff, Arthur, or it's gonna be tediously slow going. Das muss nicht unbedingt jetzt sein. Aber was wir eben machen können... Wir können schon mal ein paar Sachen hier reinschmeißen, ha? So, nach Gewicht sortiert ist es schon, also... Jo, das reicht doch. Oder reicht das nicht? Doch, das reicht. Erstmal reicht's. Hallo Ratte, wie geht es dir? Rohes Fleisch, danke schön. Power's out on the elevator. We'll need to find a way to turn the juice back on. Umleiten. 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 Oh, ich kann nicht anders. Ich muss zurück. Ich muss das lesen. Auch wenn wir eigentlich voll hier am Brennen sind gleich schon. And yet another note about bad joy. Jem was really onto something, wasn't she? Brombeer? An Dr. Na, von? An Dr. Dr. Verloc Haworth Labor? Von Alfred. Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo, Motilen, Kontrollhauptquartier. Betreff: Dringende Bitte um Freude. Lieber Dr. Verloc, meine Männer scheinen eine schwache Charge Freude erhalten zu haben. Sie sind nur halb so glücklich, aber benebelt wie sonst auch. Da sie folglich die doppelte Menge Freude nehmen, macht es sie zu benebelt, um zu arbeiten. Kannst du bitte möglichst bald eine Ration Freude in der üblichen Stärke schicken? Wäre Brombeer möglich? Brombeer, ja, das war jetzt auch wichtig, dass wir die Information erhalten. Felix Wiggins. Elektrisches Kunstwerk an Jim Watt, Chefingenieur von Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo, Motilen Kontrollhauptquartier, 7. September 1964. Lieber Mr. Watt, einer meiner Arbeiter hat aus stromführenden Elektrokabeln ein Kunstwerk erschaffen. Obwohl es den Jungs sehr gut gefällt, stellt es eine Gefahr dar. Der Tenor unseres Tunnelrattenquartetts erlitt heute Morgen einen Stromschlag. Wir kommen an der Skulptur nicht vorbei, um den Rest der Anlage sicher zu erreichen. Wärst du so nett, das Stromversorgungsnetz für den Sektor kurz auszustellen, bis ich das Kunstwerk entfernt habe?
Whoa. Hallo. Knopf drücken. Die liegen ja alle am Boden. Das ist across that platform without getting electrocuted. Now make sure there isn't a short circuit before. Fucking apprentices. They never fucking listen. Oh, wie traurig. Wollte ich sagen. I see, said the blind man as he picked up his hammer and saw. Das ist überhaupt nicht unser Heimatdingern hier. Ach so. Praktisch. Super praktisch. Wir lassen den da liegen. Oh, da ist das Kunstwerk, ja? Rettet Harrys Feuerwerk. Unterschreibt die Petition. Lasst nicht zu, dass die Spießer im Management Harrys Kunst niedermachen. Air Fry, B. Seville, Freddy Whitmore und Johnny Rushkin. Haben schon unterschrieben oder haben die Petition aufgesetzt? Wahrscheinlich haben sie die Petition aufgesetzt. Siegestag an alle Mitarbeiter von Alfred Soswick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo. 29. September 1964. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass gewisse Mitarbeiter sturmführende Kabel als Siegestag-Wunderkerzen benutzen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Siegestag erst in einigen Monaten stattfindet. Zudem sind diese Wunderkerzen ein Sicherheitsrisiko. Da wir gerade beim Thema Sicherheitsrisiko sind, wer ist an der Reihe, die Regenkübel zu entleeren? Ich habe am Dienstag 4 gesehen, die übergelaufen sind. Bitte lass das nicht doch mal vorkommen. Alfred Southwick. Kübel, Kübel, Kübel. Ja, aber ich finde, das haben sie doch wunderschön gemacht. Oh nein! Oh, Moment, klappt das nochmal? Oh, cool. Naja, egal. Ach so, darum haben wir das gesehen, wie er da drauf gelaufen ist. Damit wir sehen, dass das ausgeht, habe ich gar nicht gemerkt. Ich glaube, wir brauchen diese Maske nicht mehr, oder? Jetzt sind wir drin. Jetzt müssen wir das hier auch durchziehen, finde ich. Links. Wir gehen immer erst links. Oh, Wasser. Oh, die Ente im Klo. Oh, ein Buch. Nein, wir dürfen das Buch nicht lesen. Voll schade. Dampf, Wasser, hier geht's voll ab. Ja. Und hier so? She accidentally poisoned the muffins. Even on Joy, people aren't that stupid. Unless there's something wrong with the Joy. So, als hätte sich dort gerade was bewegt. Leckere Muffins. An alle, die es betrifft, von Tommy Flanders, Schichtleiter Einheit 9.
Wir hatten einen kleinen Unfall. Henriette hat Muffins für den Kuchenbazar gebacken, aber versehentlich Mandelgas zum Aromatisieren verwendet. Sie ist nun auf Urlaub und ich habe meiner Belegschaft bis auf Weiteres freigegeben. Esst vorerst keine Muffins und betretet Sektor 3 nicht ohne Gasmaske. Bis dann, Tommy. Das war wohl kein Beweis. Gefahr, Hochspannung. Oh, ich liebe spannende Sachen. Mach das auf. Na, wie geht's euch hier drin? Wir können den Strom ausschalten. Das wird dann auch tun. Feilscher, Feldflasche und Grabungsstelle. Oh, wir können gar nicht den Strom ausschalten. Oh, traurig. I've always wanted to drive one of those things. They sort of look like tea kettles, don't they? How have I not noticed that? Mrs. Shippy Park? Alles leer? Waren wir hier etwa schon? Das darf doch jetzt nicht sein. Ich spring nicht ins Feuer. Ich weiß nicht, wie feuerresistent unser Arthur ist. Oktober ist Brandschutzmonat. Ah ja, ich verstehe. Haha, ich musste gar nicht ins Feuer springen. Oh, können wir das fahren? Darf ich vorne sitzen? Na, warum fühle ich mich hier so unsicher? Also wenn das da irgendwie so eine Art Stadtplan ist oder so Gebäudeplan oder so, dann, ja, dann viel Spaß. Ich werde mich hier nicht verlaufen. Nicht mit Absicht. Nichts mitmachen. Aber warum schleiche ich? Verstehe, Jump and Run jetzt. Cool. Für jeden Spaß zu haben, natürlich.
Ja, ich liebe solche Dinger. An Dr. Anton Verloc, Hafornlabor von Tommy Flanders, Schichtleiter, Einheiten 9, 29. September 1964. Danke für Ihre Antwort zu meinem Brief über die schlechten Freudechargen. Ich bin dir für dein Angebot dankbar, aber wenn ich jeden Angestellten, der ein Problem mit der jüngsten Charge Freude hat, für eine experimentelle Behandlung nach Harvard entsende, wird mein ganzes verdammtes Personal an dein Tor klopfen. Ich hoffe, du hast einen Plan B. Hochachtungsvoll, Tommy Flanders. The joy's going bad. That'll drive the entire town crazy. Ach so. So ist das also. Okay, später. Am 9. September 1964 eine Nachricht, eine Formelanpassungen-Nachricht zu den Formelanpassungen, eine Nachricht an Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo Motilen, Kontrollhauptquartier von Doktor der Medizin E. Verloc, Leiter der Forschung und Produktion, Harvard Labor. Lieber Mr. Southwick, danke für Ihre jüngste Notiz. Leider haben wir ein vorübergehendes Problem. Während wir die Freude-Formel geringfügig anpassen, um ein paar neue Materialien zu nutzen. Es kann vorerst nicht schaden, wenn Sie Ihre Dosis erhöhen, oder? Je mehr, desto besser. Adjusting the formula. New materials. That sounds encouraging. And when people sound encouraging in Wellington Wells, something terrible is usually happening. Oh, hoppla, Rupert Hill. Wir gucken mal in deinen Taschen nach, ob du da einen wichtigen Schlüssel für uns hast. Ja, dann drehen wir mal ein bisschen am Rad. Wenn wir was können, dann am Rad drehen. Jawohl. I have a feeling there's not supposed to be quite so many red lights on this board. Das bedeutet, wir haben alle Beweise gefunden. Viel zu viele rote Lichter hier. In Pai ist nichts. Latzholm ein bisschen was. Aber was bedeutet das? Was ist denn da hinten in der Ecke? Und in St. George, da ist ordentlich was los. Sektor Maidenholm. Ja, da geht's. Und am besten bestellt ist es scheinbar um den Sektor Appleholm. Naja, wo sind wir hier? Also da sind die... In St. George. Ja, wo waren wir denn, wo wir die ganze Zeit unsere Dings aufgefüllt haben, unsere Energiezellen? Das war doch hier in St. George. Deswegen sind die alle leer. Wahrscheinlich. Eins geht noch ein bisschen. Ne, die sind kaputt. Das wird gezeigt, dass die kaputt sind. Wie dem auch sei, wir gehen mal aufheben. Eine schicke Tasse. Oh, oh, Vorsicht! It is becoming rather unhealthy in here. Maybe I'll be safer in the Jubilator. Perfekt. Jubilator betreten. Well, this is the slowest roller coaster I've ever been on. Make way for Captain Total Total! Shit! How do I open it?
schade. Das ist so herrlich. Sorry, can't stay. Der Kopf wurde nicht verletzt. Oder doch? So there's an exit door here, I think, but I'm gonna have to turn on some power switches. Und wie viele Dietriche haben wir jetzt? Das war aber eine coole Fahrt. Also, Mann. Oh, Moment. Dietrich? Ah, immer noch 2 Nadeln kostet's. Naja, was soll's. Warum? Wir können doch gar nichts mehr tragen. Verbrauchte Gasmaske, ja, ganz toll. Pick what you can carry easily. Jetzt haben wir außerdem unsere Pfanne oben eingesperrt. Oh. Is that how the bobbies get around? I wonder if they ever get stuck. Get awkward. Das ist Futurama. Die Bobbys, so werden sie verschickt zu ihren Zellen, wo sie da immer rauskommen an der Oberfläche. Prima. Durch die Rohre. Ab durch die Rohre. Wir müssen was loswerden, liebe Welt da draußen. Wir machen noch ein bisschen. Jetzt habe ich gerade den Entschluss gefasst, dass wir doch noch ein bisschen machen. Wir müssen ja wenigstens hier rauskommen. Wenigstens das. Ich habe den Schluss der Folge verpasst. Deswegen dauert die Folge jetzt ein bisschen länger. Aber finden wir auch noch. Wow. Das Ende der Folge finden wir auch noch. Nö, ich knack das jetzt nicht. Jubler-Wartungsanlage. Wo jubeln sie? Ich sehe hier immer, dass hier irgendetwas rumrennt, da auf dem Boden. Da, so ein kleines Mäuschen. Niedlich. Ach, Bleirohre haben wir weggeworfen hier. Ich wollte die schon wieder aufheben. So tief können wir nicht springen. Okay, es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Hahaha. Gerade noch abgesichert da? Nein, gibt es aber nicht. Ja, dann nur springen. Nicht so zimperlich. Ja, das sah so hoch aus. Also ich wäre da freiwillig. Vorsicht! Oh, bitte nochmal! Venus is a choice! I'm just having fun with you, aren't I? Come on down and let's have a laugh! Das ist gefährlich, jetzt auf Droge hier unten zu sein, hä? Alles Mögliche kann da passieren. For heaven's sake, doesn't anything work around here? So electricity damages tubulators. What can I zap it with? I think if I redirect the motoline to power the grid. Moment. Was wollte er sagen? So. Jubler schwächern Thomas. Ich habe versucht, Peters Jubler zu verlangsamen. Wie von dir gewünscht. Aber die Scheißdinger sind wirklich robust. Ich habe festgestellt, dass ein Jubler nur 3 Schwächen hat. Erstens, ein heftiger Elektroschock.
Zweitens Öffnen der rückwärtigen Zugangsklappe und Extraktion des Aktivators. Und drittens, ich glaube, es gibt doch nur zwei Schwächen. Hoffentlich ist keine dieser Optionen besonders zartfühlig. Bitte gib mir Bescheid. M. Wir sind voll auf Droge. For heaven's sake, doesn't anything work around here? Ja, da will ich mal wissen, wie das gleich aussieht, wenn wir nicht mal auf Droge sind, wenn wir auf Entzug gleich sind. Können wir das von hier drehen? Oh, da geht's schon fast los. Hier kommen wir nicht mal rüber. Ach, wenn wir auf Droge sind, können wir nirgends rüber. Nee, wir sind viel zu gut gelaunt, um zu klettern, zu rennen oder sonst irgendwas zu tun. Ah, jetzt. Wow. Na, springen kann ich nicht. Ach, wir sind überladen. Das ist das Problem. Ja dann, warum tragen wir hier so ein Bleirohr mit uns rum? Brauchen wir doch gar nicht. For heaven's sake, doesn't anything work around here? I think if I redirect the motoline to power the grid. Strom, hä? Und wir haben nur einen Stein. Oh nein. Ach, da sitzt einer drin, natürlich. That feels entirely too good. Just to turn on this bloody door. Jetzt sind wir wieder drauf. Wollte ich echt nicht. Und Durst haben wir auch noch. Und der hat uns schon wieder eine volle Dröhnung verpasst. Bösartige Jubler. Kommunikationshauptquartier. Oh, ein gelbes Kabel führt hier. I sort of think this place is about to explode. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Ich merk schon, du bist wieder überladen, ja. Wir sind dummerweise irgendwie hier reingeraten, ohne dass wir wirklich hier rein wollten. Jetzt haben wir den Salat hier. Wundbenzin. Schmeißt nie Medikamente weg. Das kann man immer noch gebrauchen. Stachelziegel. Genau die richtige Größe zum Werfen. Verursacht mäßigen Schaden und fügt Blutung hinzu. Waffen wegwerfen. Na okay, wir trennen uns vom Mehl. Ja, das wiegt ja auch richtig. So. Brecheisen im Inventarmoment. Dringende Bitte um Freude am 6. September 1964 an Dr. Verloc Harvard Labor Usklas Askglass Horm, so heißt es, von Penelope Snack.
betrifft dringende Bitte um Freude. Lieber Anton, meine Mitarbeiter scheinen eine schwache Charge Freude erhalten zu haben. Sie sind nur halb so glücklich, aber benebelt wie sonst auch. Da sie folglich die doppelte Menge an Freude... Moment mal, das haben wir doch vorhin schon gelesen. Ja, das ist eine andere Abteilung jetzt. Das ist von Penelope. Vorhin, das war von... Flanders, glaube ich. Thomas. Thomas Flanders hieß der, oder? Thomas Edison heißt er. Nein, da stand Flanders. Ach, lass uns weiterlesen. Da sie folglich die doppelte Menge Freude nehmen, macht es sie zu benebelt, um zu arbeiten. Erinnern Sie sich nicht mal mehr daran, die Gasmasken aufzusetzen. Unser halber Gesangsverein ist auf Urlaub, weil sie beim Singen die Gasmasken abgenommen haben. Die Lage ist ernst. Ich bitte um Rat. Freundliche Grüße, Penelope. Ja, das mit dem Gasmasken war ja jetzt wohl neu. Wow. Da sehen wir gleich die wahre Wahrheit. So sieht's hier nämlich aus. Oh, you're not bloody mule. Pick what you can carry easily. Ja, ja. Oh Mann, ey. Mann, ey. Ja, wir haben hier eine Gasmaske gefunden, die wir jetzt auch nicht weiter mit... Hey, verbrauchte Gasmaske. 4 verbrauchte Gasmasken haben wir im Inventar. Wow. Die wiegen? Das reicht. Ganz schön düster hier, hä? Mach das okay, an. That's one. 2 more, I think. Ach so. Warum kann man hier runterspringen? Ich will einmal hier runterspringen. Weil ich's kann. Immer schön rein nach der Reihenfolge nach. Ja, ich liebe es, irgendwelche Hebel zu drücken und dann funktioniert irgendwas. Das macht total viel Spaß. Oh, Mehl. Wir können eh nichts mehr sammeln, also. Oh, ich weiß schon, was er uns wieder verpassen will. Noch eine Ladung. Ich will aber nicht... Where switches to turn on this bloody door? Ich will nicht. Bleib uns vom Leibe. Zum Glück können die nicht so weit sehen, wenn die auf Freude sind. For heaven's sake, doesn't anything work around here? I think if I redirect the motoline to power the grid. Haben wir gleich. Na, endlich. Wir sind wieder ganz normal. Naja, was man so normal nennen kann. Stuff, Arthur, or it's gonna be tediously slow going. Ach, hab ich das alles genommen? Ich hab nur einmal gedrückt. Ich wollte nur gucken, was da so drin ist, wenn da... Ich... Oh, Mann. Ich wollte doch nur mitnehmen, wenn da so ein Dingens drin ist. So ein... Wie heißt das? Dingens. Ja, Dingens, meine ich. Ja, der Dingens. Weißt du. Dingens. There's the power room. How am I supposed to get across? Kann ich die Maske nicht wieder sparsam, wie ich bin, abnehmen? Car wash. Ach so, für die Jubler hier. So, einmal schön waschen. Was für Jubler gut ist, ist für unseren Arthur auch gut. Oh, so viele Schränke und ich darf nichts mitnehmen. Aber lesen. Ordnungsgemäße Verwendung von Jubelern. Ordnungsgemäße Verwendung von Jubelern. Da steht sogar nochmal. Ordnungsgemäße Verwendung von Jubelern. An alle Mitarbeiter von Penelope Snack, Abteilungsleiterin.
Bitte nehmen zur Kenntnis, dass Jubler unordnungsgemäß für folgende Zwecke verwendet werden müssen. Erstens, um Freudlose zu entsorgen, die in der Öffentlichkeit auf Urlaub sind. Und zweitens, um über Luft Freude an Bürger zu versprühen, die vergessen haben, ihre Pillen zu nehmen. Ein Jubler ist kein mechanischer Hengst für Ritterspiele und Wetten. Es droht eine Knappheit aufgrund dieser Albernheiten, denn die Cockpits gehen in Flammen auf, wenn Jubler ineinander krachen. Sie sind so gut wie unbesiegbar, abgesehen vom elektrischen Problem, mit dem wir uns befassen. Aber selbst ein Stein kann durch einen anderen Stein zerschmettert werden. Ferner wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass einige Mitarbeiter versucht haben, Jubler zu sabotieren, um sich in illegalen Wettbewerben Vorteile zu verschaffen. Wir werden die Täter erwischen und den Schaden von ihrem Lohn abziehen. Penelope, PS, bitte betätigt die Hupen nicht im Gebäudeinneren. Es erschreckt die Sekretärinnen. Ah, herrlich. Oh nein, ich wollte doch nicht mehr so viel einsammeln jetzt. Es zischt wenigstens nicht mehr, war das jetzt richtig? I'm not getting past those jets without getting poached like an egg. Can I turn them off? Hey! So, das war gar nicht aus Versehen gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so schief gelaufen bin. Oh oh. Oh, und nochmal. Na prima. Wie, Moment mal. Es hat doch gerade nicht mehr gezischt. Ha, prima. Ach so, das zischt immer. One more. Ach so, da darf ich nicht durch. Ja, gut. Haben wir nicht einen Tee dabei? Wir haben so einen Durst. Wir haben doch so viele Tees eingesammelt. Wir haben doch bestimmt einen Tee, ja. Oh, sehr gut. Nächstes Ziel? Letztes Ziel. Direct the Motoline to power the grid. Ach, war es immer noch nicht unser Ziel? Boah, ich gucke auf die schwebenden Marker doch kaum. Sollte ich mal machen, oder? Großes Jubler-Derby. Ah, Sam. 2 Pfund auf Nummer 6 als Sieger. Reggie, 50 Pfund. 50p auf jeden Fall auf Nummer 2 als Dritter. Geld sitzt locker. Thomas, 2 Pfund auf Nummer 4. Penny, 10 Pfund. Sind das wirklich Pfund? Auf Nummer 3. Peter, 5 Pfund. Exakter Nummer 1. Sieg Nummer 4, Dritter. Keine Wetten von Peter, bis er bezahlt hat. Da muss es also noch irgendwas anderes geben, und zwar
Wo war der Marker? Hier. 9 Meter da oben also. For heaven's sake, doesn't anything work around here? Wir haben irgendwas übersehen hier. I think if I redirect the motoline to power the grid. 4 Meter, direkt hinter der Wand, oben. Ah, doch darauf irgendwie und dann. Ja, nicht richtig. Hier waren wir ja schon. Es ist ein Rätsel und ich liebe diese Rätsel. I need the switches to turn on this bloody door. Wir sind so nah dran, ach komm schon. Nimm deine Maske nicht zum Singen ab. Vergiss nicht die Sache, die du vergisst. Atme den Nebel nicht ein. Nein, also hier waren wir doch. Setz die Gasmaske auf, bevor du Freude nimmst. Ach was. Nur Steine haben wir zum Werfen und den spitzen Stock zum Zustechen. Die haben doch gesagt, das Ding hält nicht viel aus. Aber das ist auch schon ganz schön angeschlagen, glaube ich. Da dürfen wir nicht durch, haben wir doch schon versucht. Vielleicht, wenn wir ganz schnell vorgehen? Nee. Nee, nee, da kommen wir nicht durch. Das soll man nicht machen. Ach! Wieso habe ich das vorhin denn nicht gesehen? Percy, what are you doing? I'm swimming.
Oh, good Christ, where are your clothes? Percy, where are your clothes? Nackt schwimmen? Ich glaube, wir müssen an dem irgendwie vorbeikommen, aber... Den Stromschalter im Wartungsraum 2 kippen, aber wie sollen wir das schaffen? Es hat sich nichts geändert. Es sind immer noch alles die gleichen Räume. Wir schaffen den nicht ohne... Naja, wir brauchen irgendeine Waffe oder so. Hier brauchen wir gar nicht rumzugurken. Das ist das Gleiche hier. Das ist ja kein Wartungsraum 2 hier. Der ist ja da. 35 Meter nur. Mal sehen, können wir irgendetwas herstellen? Nein. Nichts von... Oder doch, so ein Elektroschloss-Schocker, Kurzschließer, Leuchte, Reparatursatz, verbesserter Stein, Wasserfilter. Dieses Gerät öffnet ein einfaches Elektroschloss. Dann entweicht der magische Dampf und es ist nutzlos. Dient zum Öffnen von Elektroschlössern und der Kurzschließer verursacht einen endgültigen Kurzschluss in Steuerboxen. Er wird für eine Steuerbox angewandt, um die mit ihr verbundenen Fallen dauerhaft zu entschärfen. Ja, ansonsten haben wir auch nichts. Ich liebe Rätsel. Die Bobbys schicken sie hier durch die Röhren. Nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, das hat auch nichts mit dem zu tun. Kann ja eigentlich nicht. 3 Meter entfernt. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Durchgang oder so. Wenn du Gas riechst, informiere sofort deinen Vorgesetzten. For heaven's sake, doesn't anything work around here? Waren wir doch auch. Hier ist doch nichts. I think if I redirect the motoline to power the grid. Vielleicht müssen wir hier irgendwo so eine Energiezelle einführen. Was übersehen vielleicht? Nö. Ich zumindest sehe hier nichts. Das Einzige, was hier noch merkwürdig ist, ist eben der da in der Ecke steht.
Ich möchte nicht nochmal Joy nehmen müssen. Oh, Feramylspritze, du wirst für eine Weile härter. Geh die Extrameile mit Feramyl. Erhöht die Ausdauer, Regenerationsrate für kurze Zeit. Was möchte ich denn jetzt? Phenozylin-Impfung? Hast du dir einen garstigen Bacillus eingefangen? Nein, darum geht's mir gar nicht. Neximid-Pille. Musst du dich wegen einer Lebensmittelvergiftung? Nein. Absturz. Entzieht dem Körper alle Freude. Wer will denn sowas? Senkt das Freudeniveau auf Null, verringert Entzugs- und Gedächtnis. Schwunderscheinungen nicht. Gut. Sonnenschein. Macht deine Pupillen winzig klein, so dass du aussiehst, als wärst du auf Freude. Keine tatsächliche Drogenwirkung, nur ein verdammter Freudloser hätte überhaupt Bedarf für solch eine Droge. Ahmt kurzzeitig die äußerlichen Symptome von Freude nach. Ja, das wollte ich nehmen. Und Blitz, das ist für die Geschwindigkeit. Und die Freudepille, ja, das ist eben das, was ich nicht nehmen wollte. Okay, dann Sonnenschein. Keine Ahnung, nee, da hinten geht's auch nicht weiter. Also muss das doch irgendwie was anderes sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich finde das nicht. Ich dachte, das wär's mit dem da. Doesn't anything work around here? I think if I redirect the motorline to power the grid. Nee, hier ist nix. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Warum kann man hier hinklettern? Einfach so nur? Ja, scheinbar einfach nur so. Höchst eigenartig, ja? Just to turn on this bloody door.
Der Schalter für diese Tür? Schwer zu sagen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Der eine ist da oben. Ja, aber da waren wir doch, Mensch. Ja, das wäre der eine hier. Ja, und hier ist nichts zum Schalten. Okay. Der ist es also nicht. Den haben wir schon geschaltet. I need the switches to turn on this bloody door. Dann eben auf der rechten Seite, da sind zwei Kabel sogar. Das eine führt links rein. Ja, da oben waren wir auch, das haben wir auch eingeschaltet. Wir können ja noch mal gucken. Vielleicht haben wir irgendeinen Schalter übersehen, aber nein. Der ist. Dann der letzte. Der letzte führt. Ja, da oben hin. Und da kommen wir nicht hin. Der kommt aber hier raus. Doesn't anything work around here? Die Tür klemmt. Der muss dann. I think if I redirect the motorline to power the grid. I think if I redirect the motorline to power the grid. I think if I redirect the motorline to power the grid. Hä? I think if I redirect the motorline to power the grid. Ja, aber wie sollen wir das denn umleiten? Hier ist ja nichts. Da ist doch, ich habe nichts gesehen. Ach so. Das müssen sie mir doch auch sagen, dass hier oben auch noch was versteckt ist. Wo war das? Moment. Wo war denn das gerade? Hä? Das nicht? Gut versteckt. Oh Mann, ja super. Das war mal ein gutes Rätsel jetzt. Prima. Schockgranate. Prima. Right, I can open that bloody door now, I hope. Jetzt kommen wir hier raus. Das war gut, das war unerwartet gut. Oh, Moment. Ja, jetzt geht's wieder. Keine Wetten. Keine Ritterspiele. Absolut keine Wetten auf Ritterspiele. You're gonna run me down with that thing! Not if you run fast enough, you rotten fool! Let's have a conversation! I'm sorry, no, I'm dafür haben wir die Schockgranate bekommen.
Blitzableiter? Das ist, glaube ich, nicht richtig, das Ding angreifen zu wollen, hä? Hier sind wir wieder zurück. Ach, der ist schon kaputt. Hat ja doch nicht geklappt. Blöder Lump. Tut nur so, als hätte es geklappt. Hunger. Oh, ein Sandwich, Leibgericht eines jeden Arbeiters. Erhöht für längere Zeit die maximale Ausdauer. Keine Ritterspiele, hieß es noch. Von Penelope Snack, Thomas Horner an Thomas Horner von Penelope Snack, Aufseherin. Ah, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Beförderung zum Aufseher über die zweite Schicht aufgrund von Meldungen über Ihr Fehlverhalten abgelehnt wurde. Ich bin außerdem schockiert darüber, von Glücksspiel an diesem Ort zu erfahren. Als Peter mich über diese Angelegenheit unterrichtet hatte, blieb mir keine andere Wahl, als stattdessen ihn zum Aufseher zu ernennen. PS, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass Sie sich auf sehr dünnem Eis bewegen. Den großen Turnierkampf am Guy Fawkes Day würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht stattfinden lassen. PPS, sollten Sie weiterhin auf Ihre Unschuld plädieren, schulde ich Ihnen ja auch keine 10 Piepen mehr für das große Rennen neulich, nicht wahr? Oh, war das natürlich dann für ihn dumm gelaufen. A permanent solution. Again. Und noch mal eine Antwort an Penelope Snack, Abteilungsleiterin von Peter Thumb. Ich verarbeite nicht gern Gerüchte. Nein, ich verbreite nicht gerne Gerüchte, aber Thomas Horner nimmt Wetten für Jubelrennen entgegen. Er fordert uns ständig auf, Einsätze zu machen und nimmt unser Geld. Das Geld der anderen, meine ich. Ich wette ja nie, also ich nicht. Zudem bin ich überzeugt, dass er sich an den Geschwindigkeitsregeln der Jubler zu schaffen macht, um die Rennen zu manipulieren. Viele Arbeiter, nicht ich natürlich, sind mittlerweile bei ihm verschuldet und müssen um ihre Gehaltschecks aushändigen. So wollte ich das schreiben. Ich dachte, das könnte dich interessieren, da du ihm solches Vertrauen schenkst. Hochinteressant. Wie weit haben wir ihn denn? Wir haben ihn ja fast schon geschafft. A shock grenade. I wonder if that's what I need to kill this. Wo? Berserk tea kettle. Aber wo ist sie, eine Schockgranate? Genug
Material, um eine herzustellen, vielleicht? Eine beste Werkbank. Wo ist die Schockgranate, ha? Huh? Doch, lieber hier herstellen? Ne, können wir doch gar nicht. Haben wir doch vorhin schon mal geguckt. Können wir doch gar nicht herstellen, so eine Schockgranate. Die müssten wir, wenn dann, schon finden. Aber mir ist gerade eingefallen, wenn der Elektroschocks vergibt, dann können wir uns ja schon mal vorsichtshalber so anziehen. Oh, eine Schockgranate. Jubler, Schnellstartanleitung. Ja, Schritt 1. Erstens Cockpit besteigen. Schritt 2. Auf Los drücken. Schritt 3. Losfahren. Na gut, dass wir die Anleitung gelesen haben. Ja, sehr gut, dass wir die Anleitung gelesen haben. Schalt den sofort aus hier. Glückstreffer. Na, war's das? Für später. Peter Thump sollen wir jetzt sprechen? Was? Irgendwas stand doch hier gerade noch. Elektrizität kann den Jubeler überlasten und massive Kurzschlüsse verursachen. Pilot steckt drinnen fest, beheben. Iss meinen Joghurt nicht. Nein, 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 nein. Keine schönen Rezepte für uns. Na dann eben nicht. Dann will ich auch keine. Ich frage mich immer noch, ich sehe gar keine Unterschiede. Gar keinen Unterschied in Chemie, Salz und Werkbank. Oder? Ich sehe gar keinen Unterschied, überhaupt nichts. Und unserem Inventar, in dem wir auch was bauen können. Eigentlich ergeben die Werkbänke doch gar keinen Sinn. Oder übersehe ich da die ganze Zeit irgendetwas? Wir sollen ihn befreien, also. Ah, der ist hinüber schon. Da geht's wieder zurück. Schon abgehauen. Ach, jetzt sollen wir zurück. Da oben war ja noch so ein Arzt. Vielleicht ist der das ja. Oder vielleicht kommen wir irgendwie anders jetzt dorthin. Große Stinkerei. 20 Meter.
mit Peter Thump sprechen. Thank God you came so, when you did. Ach so, da bist du. I didn't realize he was patriotic like that. Look, I'm doing a newspaper story about how well you're all holding up down here. I think I've read that article a few times. How well are you holding up down here? On good days, we get more things working than break down. And on bad days? Like today, look, there's a big electronic board down there, tells us what's broken. Ironically, that works perfect. Here's a diagram. Oh, look, it's time for my tea break. Ta-ra! This isn't a diagram. It's a letter. A permanent solution. Again. What kind of permanent solution is he thinking of? Whatever it is, I bet that's what got Gemma taken away by the doctors. Den Untergrund verlassen, ja. Nein, das heißt nicht ja, das heißt ja. Genau, das wollte ich sagen. Was habe ich gesagt? Ja. So. Wie kommen wir hier raus? Lässt du uns hier raus? Irgendwo war doch eine Tür. All die schönen Sachen, die wir nicht mitnehmen konnten, weil wir überladen sind. Wir dürfen nie wieder überladen da reingehen. Mrs. Oliphant, Bericht erstatten. Schon wieder ist es Nacht. Moment, die dauerhafte Lösung. Vom 4. Oktober 1964. Liebe Penelope, ich habe deine Nachricht über die letzte Charge Freude bekommen. Du hast recht daran getan, dich direkt an mich zu wenden. Unter uns gesagt, arbeite ich gerade an einer dauerhaften Lösung, die unser derzeitiges Freudeprogramm erübrigen würde. Aber das weißt du nicht von mir. Mit netten Grüßen, Anton. PS. Bitte richte Richard herzliche Grüße von mir aus. Ich wollte euch schon länger zum Essen einladen, damit wir uns endlich mal wiedersehen. Ich aber möchte auf die Karte gucken und gucken, wo ist denn unser Ziel? Große Stinkerei, die große Stinkerei, Mrs. Oliphant, Bericht erstatten. Das ist ja, wo sind wir? Hier unten. Das ist ja jetzt nicht so weit. Schaffen wir das noch in dieser überlangen Folge? Machen wir eine überlange Folge daraus, ja? Aber ich möchte einmal nach Hause Sachen abgeben. Das wird zu voll in unserem Inventar. Aber warum ist der als einziger hier so schwarz, das Auge? Der Hippo-Club, haben wir den schon ausgeräubert? Vielleicht deshalb? Da rennen die ganze Zeit, bis wir da sind und dann voller Panik das finden. Oh nein! Kann die Karte nicht lesen. Links, denke ich. Ah! Das ist der richtige Weg hier. Aber hier oben wäre auch gut. Na egal, wir können ja von hier und dann von hier schnell reisen nach da oben. Aber ich glaube hier oben, dass die Gleiszugangsluke haben wir hier noch gar nicht freigeschaltet. Ha? Den Schutzraum ja, aber die Luke schlauerweise wahrscheinlich nicht. Wo sind wir nochmal? Hier unten? Naja, gehen wir einmal bis zum Ende, dann rechts und dann die erste wieder links. Bis zum Ende, dann rechts, die erste wieder links. Oh, wie entspannt. Es ist zu dunkel, die sehen uns nicht. Oh oh. Er hat uns gesehen. That's the guilty bugger! The one with blood on his head! We're not at it! I see you! You're coming right! Nein, ich mach das richtig! Ihr lauft alle falsch! There! The one with the blood on his hand! Wow!
That's the one. What done it? What's the only thing? You're coming with me. That's the one. What done it? Ha ha ha! Right now. Wir listen euch alle aus. Nicht schlecht. Wo geht's jetzt lang? Geschafft. Niemand. Niemand wird uns finden hier unten. Zum Inventar. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, das ist der. Dieser Anzug, ja, der Blaumann ist das. Ja, eine Gasmaske können wir hier lassen, ruhig. Zwei, die ist ja fast leer hier. Nee, diese hier ist fast leer. Glaube ich. Blitzableiter, wofür brauchen wir denn eigentlich Tesla-Spulen? Finden die Dinger unwiderstehlich. Stelle einen in Reichweite einer Tesla-Spule und er absorbiert einen Schock ungeachtet des beabsichtigten Ziels. Der Tesla-Spule absorbiert Blitzangriffe im Wirkungsbereich, bis er zerstört wird. Ach, eigentlich haben wir auch genug Zeug schon hier reingeschmissen, hä? Was ist das? Seltsames Fleisch? 80 von diesen Flaschen. Wir müssen unbedingt einen... Ach, wir schmeißen die erstmal alle hier rein. Sonst müssten wir unbedingt so einen Laden finden, wo wir die verkaufen können. Wofür brauchen wir so die verfaulten Pilze und so? Die brauchen wir doch unterwegs gar nicht. Wahrscheinlich nicht mal diesen Reparatursatz hier. Oh, hey, Werkbank-Aufrüstsatz. Oh, wie schön. Wollen wir die Werkbank hier aufrüsten? Dann haben wir den Chemietisch irgendwo anders aufgerüstet und die Werkbank hier aufgerüstet. Wäre doch schöner, wenn wir alles am gleichen Ort aufgerüstet hätten, oder? Rüsten die sich dann automatisch alle auf? Ja, aber ich verstehe den Sinn dahinter immer noch nicht so richtig. Oh, wir haben hier überhaupt gar keine Werkbank. War doch eine Werkbank. Ich
Ich glaube, alle sind jetzt aufgerüstet. Was können wir jetzt mehr herstellen oder besseres? Günstiger haben wir geguckt. Ich meine, das ist nicht günstiger, das herzustellen jetzt. Die Sachen an der Werkbank. Aber wir sehen ja, das sieht ja auch aus, als wären wir in unserem Inventar nach wie vor. Das ist ja nicht die Werkbank hier, oder? Werkbank verwenden. Jetzt ist sie aufgerüstet. Ach, man muss das gedrückt halten länger. So. Ja, und jetzt? E drücken, wenn man sie verwendet. Und das ist unser Inventar. Da haben wir die Werkbank jetzt quasi im Inventar. Ist der Dietrich jetzt günstiger herzustellen? Nein, immer noch 2 Bobbynadeln brauchen wir dafür. Können wir mehr herstellen? Also ich sehe nichts, nein. Also hier zumindest bei den Werkzeugen sehe ich nichts. Ah, vielleicht so bestimmte Sachen, dass man jetzt erst den Polsteranzug oder was ist das eigentlich? Sowas herstellen kann, ja. Das kann ja sein, dass man so besondere Gegenstände jetzt nur hier herstellen kann. Die normalen sind normal. Und für die besonderen Gegenstände bräuchte man... Ey, Moment mal, wir können das reinigen? Also für die besonderen Gegenstände bräuchte man die aufgewertete Bank. Das kann ja sein. Moment mal, wir brauchen einen Wasserfilter. Wo finden wir denn Wasserfilter? Wasserfilter können wir herstellen aus Metallrohren, aus Stofffetzen und aus Kohle. Nanu, reines Wasser, hier ist es. Gut, Tee können wir auch herstellen. Oh, das ist aber ein bisschen teuer. Ein ganzes reines Wasser kommt da rein in den Tee. Naja, hilft ja auch ein bisschen gegen Durst. Eine Teetasse und Teeblätter brauchen wir dafür. Ja, super, ich bin zufrieden. Und... gucken mal, ob wir hier oben zur Gleiszugangsluke hier... ob wir da hinreisen können. Ah, wie ich dachte, haben wir noch nicht entdeckt. Das ist das nämlich. Okay, dann gehen wir schlafen. Sleep, the poor man's dinner. Und dann laufen wir da nämlich noch hin, schnell. Durstig sind wir. Oder lieber nicht schnell laufen, ha? Oi! This place is for people. Wir sind falsch angezogen, darum sind die alle so sauer auf uns. Stop being so bloody selfish! Nein, ich darf mich auf offener Straße ausziehen. Ich mach das immer. Können wir die Fäuste nicht mal runternehmen? Das sieht doch total auffällig aus, oder? Nein, ihr habt euch verguckt. Ich bin gar nicht gelaufen. Das sah nur so aus, weil ich so schnell bin. Lasst mich. Where are you going?
Skeptisch sind sie schon ein bisschen, aber können sie nichts tun. Everything all right? Wir verhalten uns richtig. Wir halten uns an die Geschwindigkeit. You will take your joy immediately. Oh, das war aufregend. Where are you going? Lasst mich! Wieso? Was ist mit mir? Habe ich wieder was Falsches an? Wir haben es geschafft. Terribly busy. What is it? Gemma's been taken away. I saw two doctors shove her into a pop. Oh my goodness. Why? But she was digging into the tunnels. That didn't come out right. I followed up. The whole underground is sort of falling apart. Oh my. That's why you sent her, wasn't it? Not to write about the tunnel rats. I certainly couldn't print a story like that, could I? The joy's gone bad, and Dr. Verloc knows. But he's telling them not to worry. He's got some sort of permanent solution. That doesn't sound ominous at all. Well, that's sort of exactly what I thought. If I had a press pass, I could get into Hayworth Labs. And my old adulator, if you still got it. After what happened to Gemma? Dr. Verloc, he's sort of his own law there. I have some personal business there. If I'm not here when you get back, if you found something out, see if you can't publish it. Those numpties out there know how to put the ink on the page, but the only articles they ever read are their own. You're getting out? How? Oh, I wouldn't even know how to get out. But you never know when I might stop printing lies. And they won't like that. Great. I've got all my press stuff back. That ought to be handy. You can show up all sorts of places regular people shouldn't go. Die große Stinkerei haben wir damit abgeschlossen, liebe Welt da draußen. Damit haben wir es jetzt aber auch geschafft, oder? Harvard Labor ist wieder eine andere Aufgabe. Das heißt, wir sind jetzt durch, denke ich mal, mit dieser Aufgabe. Ja, irgendwie sind die ja schon miteinander verknüpft, alle natürlich, natürlich, aber ich meine, das war jetzt eine große Aufgabe und wir haben es geschafft. Wir werden also Richtung Heimat gehen, das heißt, ja, hierhin. Moment. Wir sind immer noch hier. Nein. Nein, 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 wir sind hier. Ah, guck an. Und da haben wir die Gleiszugangsluke noch gar nicht aktiviert. Das können wir dann jetzt gleich mal machen. Das machen wir noch und dann sind wir am Ende der Folge. Ja, etwas länger, überlänger heute Abend füllend die Folge. Schreibt mir ruhig gerne in die Kommentare, ob es dennoch Spaß gemacht hat oder nicht. Ich weiß, meistens sind kürzere Folgen, unter 20 Minuten, meist sogar beliebter. Aber ich denke, zwischendurch mal so eine bonuslange Folge, ja, das geht, glaube ich, auch. Naja, bis nächste Woche kann man sich das ja dann vielleicht so verteilt angucken, so immer stückweise, dann hat man jeden Tag sogar was zu gucken. Ist fast wie eine Serienwoche bei uns. Gibt es ja auch manchmal die Serienwoche, in der dann jeden Tag eine Folge kommt. Von einer bestimmten Serie, die sonst nur einmal in der Woche kommt, normalerweise. Ja gut, andere Serien kommen ja sowieso jeden Tag bei uns, wie ihr wisst, vielleicht. Nun gut, jetzt geht's aber weiter. Raus hier und dann rechts, ha? Kann man das sehen von hier? Nein. Oh, wir haben so lange mit ihr geplaudert, das ist jetzt schon wieder. Nein, es ist immer noch früh am Morgen. Gut, alles ist gut. Wir könnten noch einen Kaffee kaufen. Wir kaufen gleich den ganzen Automaten. Kommen Sie ruhig rein. Den ganzen Automaten gleich kaufen und dann. You will take your joy immediately. Wow.
Wellington Underground. Ich glaube, das ist unser Versteck hier. Und dann sparen wir nämlich Geld, wenn wir den ganzen Automaten kaufen. Sofort. Pampelmusensaft. Ja, dafür lohnt es sich doch, die Dietriche mal einzusetzen. Das ist schön. Da haben wir gleich so eine Tonne oben. Wenn wir mal schnell was abladen wollen, können wir das einfach in die Tonne werfen hier oben. Sogar ein bisschen vorsortieren schon, wenn wir so lustig sind. Die Truhe lassen wir zu. Ja, und nichts Gefährliches hier, lauert gar nichts. Station während Verschönerung geschlossen. Wenn die wüssten, dass wir die ganze Zeit hier rumkrebsen im Untergrund, das lassen wir alles jetzt mal so. Wobei, dann vielleicht doch lieber nicht, weil wir demnächst dann denken, wenn das da alles noch da ist, ja, dann waren wir noch nie hier. Ah, das wissen wir doch. Gut. Now I can come back here with the minimum of fuss. Yep. Nein, wir müssen wirklich jede Werkbank überall aufrüsten. Ja, tatsächlich, jetzt haben wir einmal eine Werkbank. Wow. Ja, das wird aber die Suche nach der Werkbank in den Safehäusern nachher. Ja, wenn wir die wirklich einmal suchen, die Werkbank, um da etwas Besonderes herzustellen. Oh Mann, hätte ich das gewusst. Ich dachte, das geht an jeder Werkbank dann. Naja, aber wie ich das sehe, vorhin, wie ich das gesehen habe, ich glaube, die können wir sogar öfter noch aufrüsten und dann werden wir bestimmt noch ein paar von den Dingern finden. So, aber, liebe Welt da draußen, es ist Freitag, der 9. Oktober 1964 hier auf dem Wecker. Ich bedanke mich jetzt für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.